richtig voll ist. Na, so richtig voll wird das, aber halt nur, wenn du wirklich viel Stein hintereinander da reinwirfst und so. So. Leben. Hier haben wir noch einen Schad. Und noch einen Schad. Oh, ich finde das toll, ja, dass Marble immer in so großflächigen Dingern dann auch auftaucht. Das ist richtig gut. Okay, das heißt, ich brauche Feuerstein oder Gravel. Haben wir genug von allen davon? Ja, ist eine Stoffkiste. Millennium Stone. Ich brauche 4 Plätze. Gut. Damit ich Clay herstellen kann. Gravel, ich kann auch einfach nach draußen gehen mit Gravel holen, da haben wir mehr als genug. Es regnet. Ja. Du kannst übrigens auch Gravel in den Macerator packen. Den Macerator, ich glaube schon, dann kommt Flint raus. Oder in den Pulverizer, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich will aber kein Flint. Ich weiß nicht, ob das beim Macerator dann auch funktioniert. Ich will ja Lehm haben. Okay. Mit Minion Stone, wo ich denn jetzt? Da. Lehm. Ein Stack Lehm. Da ist jetzt, kann ich gar nicht durchschmelzen, ne? Kann ich. Voll Schreck, ja. Und warum sollen wir aufpassen wegen den Furnace? Also wegen den Ofen. Weil die Items dann sonst rausploppen und so. Du kannst 2 gleichzeitig schmelzen. Der wird den Sand füllt er immer nur den ersten, bis er voll ist. Ja, es ist mir aber klar. Der Sand kommt so langsam nach, dass immer nur eins drin ist. Wasser. So, dann wieder zurück zum. Zum Ort des Geschehens. In den Turm. Und Schätzchen, warum habe ich die Portal Gun noch? Das weiß ich nicht. Weil du damit in Lava springen willst. Richtig. Habe ich gehört. So, sind 2, 3, 4. Genau. Und 8 Souls. Oh, jetzt muss ich mir das Soulset holen. Wow, lag. Der Regen ist nervig. Könnt ihr jetzt deinen Golem Animation Core klauen? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der bringt dir aber so nichts. Weil das kein Golem ist, das ist nur so ein Teil, woraus ein Golem werden kann. Ich weiß. Ich könnte trotzdem klauen. Aber es bringt trotzdem nichts. Und? Weil der schon weg ist. Das ist nicht so gut. So, dann haben wir jetzt. Kann ich mich die andere Farm wieder befeuern? Oh, die Shards, genau. Gut, dass ich das gerade hier so drin hatte. Ups. Shard weg. Hör, wenn ich jetzt mal Schwert den ersten Punkt wieder bekommen. LOL. Na egal. Wow, leggy die leg. Zack. Zack und zack. Oh. Fuck, ich hab so ein Lehmgolem gemacht, ne? Oh, ich bin so ein Depp. Hast du vorhin so gerade davon geredet, dass du jetzt Lehm außen rum packst? Ja, aber ich brauch den Wooden Golem, fällt mir gerade auf. Intelligentlich ist das Tomine. Dafür nehme ich mir jetzt aber einfach alles mit dafür. Das bedeutet, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Soul Sand. Wir brauchen eine zweite Nom-Nom-Truhe. Rubber wird knapp, kann ich mir aber holen? Ja, Nom-Nom ist echt zu viel. Ja. Produzieren einfach zu viel. Ja. Soll ich natürlich Schweine dauerhaft sterben? Ja. Aber das ist doch nicht schlimm, du kannst es ja auch, ne? So lassen, so. Ja. So Baum, so. Sterben die Schweine einfach die ganze Zeit da sinnlos? Ja. Man könnte ja auch so machen, dass die Schweine irgendwo runterfallen und dann da unten ganz viele gesammelt werden. Dann kannst du die per Hand schnetzeln und kriegst übelst viel Erfahrung. Oder kriegst du so auch Erfahrung? Nee.
Nein, was? Ach, genau, das wollte ich ja sowieso auch noch machen. So Schweinefleisch zusammensammelding, ne? Eigentlich. Ja, wir haben eh. Ja, voll. Das können wir direkt in den Recycler packen, eigentlich dann auch. Wobei das mit dem Stein, glaube ich, eigentlich sogar. Ja. Recycler kommt doch auch genau die ganze Zeit was rein. Zack. Und mehr geht ja nicht. Oh Gott, wie komme ich hier wieder raus? 2, 4, 6, 8. Habe ich mich denn hier jetzt gerade herangebuddelt? Boah, du könntest mehr Recycler an die automatische Crafting Table einbauen, oder? Ja, richtig. Das hatte ich mir auch gedacht gehabt. So, deswegen ja. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Schatz, kannst du mich rausholen? Da, wo du reingekommen bist, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Das ist das Bottlegun doch noch, oder? Ja. Mach eins von beiden Bottlegun. Am besten das Gelbe. Okay, wo muss das gelbe Portal wieder hin? Ganz oben im Turm, du musst nur unten die Treppe hochlaufen. Warum? Weil der Ofen oben mal nicht mehr reinkommt. Ja, ist aber blöd, Schätzchen. Du wolltest doch oben ein Loch freilassen dafür. Nein. Doch, dass man hochfliegen kann. Nein, soll man nicht. Das war auf meine Portal, wodurch man hüpfen kann. Kannst an der Seite hochfliegen. Ja, ich weiß. Mach Hovermode aus. Stimmt. Wow. Sophie, wo soll ich das Portal hinschießen? Irgendwo, wo eine flache Wand ist. Weizen. Weiter geht's, die Kühe füttern. Einfach durchlaschen und random irgendwas füttern. Das war jetzt nicht optimal, weil das genau über einer Flasche ist, aber ist schon okay. So, erstmal die Kühe gefüttert. Du hast gesagt, irgendwo an der gerade Wand, das habe ich dir getan. Warum bist du nicht in das Portal reingegangen? Das ist allerdings eine sehr gute Frage. Zack. Dann kann ich den Chopper-Shop jetzt wieder wegbringen. Den Clay-Golem kann ich in die Stuffkiste packen. Wow, es laggt immer, wenn ich hinterher jumpe über dem Regen. Jetzt brauchen wir ja nach, dass wir schlafen gehen können. Und Minium Stone Dorbrine. Wobei wir dann natürlich auch einen zweiten Stein. Ach nee, wir könnten ja eine richtige Recycle-Kiste dann auch mit hinpacken, ne? Die was wirklich so. Oh. So den Müll verbrennt. So, dann nehme ich mal ein bisschen Dirt mit und baue das. Warum haben wir überhaupt einen Mülleimer? Fürs irgendwas, was wir nicht mehr brauchen. Ja, wenn wir uns einen vernünftigen Dingsy-Dings bauen, dann brauchen wir das nicht mehr. Ach, verdammt, ich bin. Wir haben es einfach, weil wir es können. Okay. Besser? Ja, besser. Um einiges. Was soll ich denn jetzt noch mitnehmen? Stimmt, ich wollte mir noch eine Tür machen. So, wir haben doch irgendwo bestimmt noch eine Tür rumfliegen, oder? Ich will diese komische Tasche nicht in die Hand nehmen. Oh, dann gib mir jetzt mal die Tasche in die Hand. Zinnobe. Können wir noch irgendwo Obsidian rumfliegen? Also jetzt, ich könnte da oben eigentlich auch die Materialien reinpacken und der saugt die aus. 2, 3, 4 Obsidian. Arbeitet die gleich? Nö, er schmeißt sie raus. Obsidian war jetzt so, die Obsidian-Druckplatten kann nur von Menschen benutzt werden. Okay, das ist gut. Sehr gut. Boah, der Regen, der ist eklig. Ich jetzt den Eingang hier. Oh lol, der Kompressor wird davon auch mitgepowert, von dem einen Hebel hier. Ja, der powert ja den einen Block und darum herum wird das ja dann gepowert. Ja, ist mir klar. Also ich weiß nicht, kann das sein, dass das mit dem Doppelslot vom Meserator nicht so ganz klappt? Oder hat es eine andere Bedeutung mit dem zweiten Slot? Ich glaube, der zweite Slot bei dem Ding ist buggy. Glaube ich auch.
Ja gut, das klappt. Und? Wow, 121.000 Energie schon für Lau. Ach so, wolltest du gerade die Ziegel rausholen? Ne, ich mach gut. Warum ist hier Mama? Da sind Schafe im Boden überall. Kannst du da rausbauen, wenn du willst. Lass mich Creeper. Ja, so schön. Da muss ich aber hier noch eine. Zack, zack. Dass das nicht so direkt runterfliegt. Aber das Omnom nimmt halt jetzt auch dauerhaft Strom, ne? Wenn die dauerhaft eingeschalten sind. Das ist ja hoffentlich klar, Tom. Da brauchen die echt dauerhaft Strom? Ja. Das ist ja nicht so schlimm, dafür haben wir dauerhaft volle Action. Muss man halt mehr Strom produzieren. Wieso sehe ich die Mining Turtle eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Ah, da ist sie. Oh, dann habe ich welche Blöcke abgebaut, die sie noch bald abbauen will. Würde gut machen. Boah, hast du dir etwa Arbeit abgenommen? Ja, scheiße, ne? Kannst du es denn nur wagen? Also, Charging mit dem Ding ist echt pervers. Es ist immer ready, wieder. Sofort. Ja, richtig geil, ne? Was für Sachen? Was nochmal? Der Stab, eigentlich wird er verbraucht, ne? Oder, komm, ich mach hier doch gut. Oh, schnell weg. Jetzt hat der Ladung verloren. Wollen wir mal schlafen gehen? Der Regen nervt und die Monster. Wollen wir nur kuscheln? Klick schon. Hä, hey, wo sind jetzt die Sachen hingeploppt? Oder sind die rausgeploppt? Sind die rausgeploppt? Warum nicht? Kann ich voll gar nicht verstehen. Kommt ja auch schlafen. Wollen wir denn nicht mehr kuscheln? Was, wenn wir mit dir kuscheln? Muss ich einfach so glücklich sein? Ja. Sag mal, wie kann das Lead-Ohr jetzt eigentlich verarbeitet werden? Verbrennen. Okay. Hallo! Komm mal. Na, ja, kommt angelaufen! Hey! Wow! Ich sage, what the fuck, wie hoch springe ich denn? Wo ist denn Ella? Ich stehe gerade hier drinnen und bin verwundert. Er hat ein Tin-Ohr in der Hand. Lead-Ohr? Was kann man aus Lead-Ohr bauen? Lead-Ohr brauchst du. Und ein Redstone Energy Cell. Und. Oh, ich gehärtetes hab... Glas. Ja, komm jetzt. Gehärtetes Glas? Was ist gehärtetes Glas? Ella, komm jetzt schlafen. Warum? Damit wir Strom kriegen und Ach so, ihr wollt schlafen gehen? Okay, sorry, wenn ich gerade nicht geschnallt hätte. Rede ich schon fast eine Minute von. Kam nicht an. Ich verrate das einfach nicht, okay? Okay. Ist gut, Tom. Danke. Yay, ich habe meine Energiefarm geschafft. Das freut mich. Was ist das denn da unten? Da ist eine Kiste. Eine Doppelkiste, was ist denn da drin? Mhm. Nichts. Warum ist da unten eine Doppelkiste? War da ein Mobspawner? Schätzchen, nicht so viel Krach machen, bitte. Ich kann das. Mute dich dann, bitte. Hä, wo hast du den hingebracht, den Mobspawner? Mach bei dir Krach. Alles rote Felder. Dann gib mir wenigstens auch ein Bonbon. Ist kein Bonbon. Schokobon. Bam, bam, bam! Creeper Toad. Aua! Blue Turtle. Ich hab mich abgeworfen. Alice es verdient hat. Das Yay. Aufmachen macht auch Kraft. Hab ich ja gerade auch gemerkt. Alter, wie viele Rohstoffe die schon wieder zusammengefarmt hat in meinen Turtle, ne? It's so abnormal. Ich schätze, ich werde das jetzt erstmal einfach anbauen. Was war denn das unten für ein Mob-Spawner?
Das war eine Spinne. Das war eine von denen, die ich zu Schwein gemacht habe. Ach so. Ich würde den Swinspawner noch gerne irgendwie anders platzieren, dass der effektiver arbeitet. Ja, ja. Schade, hast du es gehört? Darf ich Tommy die Portalgun geben? Ja. Tommy, ja, jetzt noch nicht. Ich will erst halt den Raum dafür fertig machen, bevor ich damit anfange, dahin zu setzen. Ich habe mir überlegt, dass ich da auch Spawn-Etagen baue. Ja, was ist los? Boah, die Tür hat mich gerade schreckt. Guck unter mir. Ich bin unter deinen Gebauten, ne? Ja, und? Oh, nice! Geht es zu deinem Gang hinter? Nee. Alter, alles Marvel, alles. Ich war ja schon mal drin. What the fuck? Was los, Tomine? Bin ich gerade blöd? Ich glaube, ich habe gerade einen Golem gesehen von mir, der durch das Höllenportal gelatscht ist gerade. Bitte was? What the fuck? Ich war nicht von dir. Anders. Ah! Hier steht echt ein Golem bei mir von. What the fuck? Und übelst viele Mobs. Sind da auch Zombies und so reingelaufen? Ja! Was machen die da? Party oder so. Und wie ist der Golem hier hingekommen, bitte? Ich weiß es nicht! Oh mein Schwert ist kaputt. Ja. Sorry. Ich geh wieder. Ich brauche einen Zauber. Ich brauch den Zauber schon wieder. Ich muss den Golem wiederholen. Dann mach ich das doch zwei hoch da an den Seiten, ey. Dass die da nicht ausbrechen können. Der ist wahrscheinlich runtergefallen und wollte wieder zurück zur Kiste und dadurch aus Versehen durch das Höllenportal. What the fuck? Guck, ihr das gesehen habt, sonst hätte ich den jetzt gesucht ohne Ende, Mann. Oh, ein Mülleimer. Hätte ich den gesucht ohne Ende. Ich will nicht irgendwelche Items reinschmeißen, Schätzchen, weil das Zeug ist dann weg. Nein. Schätzchen. Kohle? Viel schlimmer ist, wenn da ein Creeper ist, weil der explodiert der und macht Boom. Ich komm dir gleich rüber, ja. Guck mal, Schatz. Iron-Orre. Tschüss. Hurra, nein. Das helf ich da nicht rein. Mach mal einen Diamant, das ist bestimmt voll lustig. Nimm lieber die Holzwerkzeuge aus der komischen Kiste, wo du den Stuff reingeschmissen genau, hast. Genau, dafür war das, glaube ich, gedacht. Für die Holzwerkzeuge. Ja, richtig. Da, siehst du? Das weiß auch warum Mülleimer, wegen dem ganzen Crap, den wir aus den Truhe da, aus der Truhe da ja, bekommen. Ja, aber wenn wir das Recycling-Ding sie optimieren würden, dann könnten wir das Zeug hier allein direkt wieder in das Recycling-Ding reinschmeißen. Wo ist eigentlich jetzt der Eingang in deinen Strombunker? Unten bei den Solarpanels. Irgendwo da. Also, wo die Solarpanels gesetzt wurden, also oberhalb. Und was baust du mit dem MFI-Ding? Da wird Strom erstmal gesammelt. FSU, oder? Soll es dann weitergeleitet werden mit in unseren Hauptverteil? Können wir eigentlich da noch was Größeres hinbasteln, weil der MFSU ist jetzt dauerhaft voll, ne? Ja, nee, MFL. Das Teil ist das Größte. Größer gibt's nicht. Okay. Dann könnten wir ja so ein Speicherding sie bauen, also dass man mehrere zusammenschaltet. Aber der MFSU wird auch geleert gerade, momentan. Okay. Ja, es kann wirklich sein, dadurch, dass es daueraktiv ist, dass es echt zu viel Strom frisst. Komm wieder mit, 4 oder 5 Golem. Blöcke hoch, Schatz. Was? Hier unten, den Raum. 2. 2 ist zu wenig. 532. Auch Enderperlen, Schätzchen, sammelst du mir welche? Das war der Worker. Dadurch hat er auch nichts mehr eingesammelt. Aua, Schatz. Warum fliegst du? Zack. Und wegwerfen den ganzen Rohstoff. Können sie wieder einsammeln. Muss ich das echt so, wie so ein Gefängnis bauen, dass sie da nicht rauslaufen, ey. Ich glaube, es hackt. Wie so ein Gefängnis. Ja. Sonst laufen die runter und ins Zellportal. Das ist doof. Cool, ja. Tommy, ne? Du kannst ja eigentlich theoretisch. Nee, ausverkauft. Das ausschauen lassen wie ein Gefängnis. Und hier Sklaven verkaufen. Also für die Zuschauer ist Sklaven verkaufen. Weißt du, was ich meine? Aber die sind doch nicht. Nein, komm, nee, das sag ich nicht. Bitte was? Ich wollte gerade was sagen, das wäre ziemlich böse gewesen.
Ach so, jetzt ich muss ja denken. Schäm dich. Alle, die jetzt wissen, was gemeint ist, können ja mal blub in die Kommentare schreiben. Tom, du hättest das Ding auch unter der Erde bauen können. Welches Ding? Die Farm? Ja. Stimmt allerdings. Nee, wegen Zuckerrohr, das braucht aber auch Licht. Ja, nee, es braucht nur Licht, kein Sonnenlicht. Ja, Licht. Ist doch egal, steht das da oben und fertig. Ah, das versaut voll die Umwelt und so. Ja, weil es halt jetzt so eckig ist. Das ist, ja, das ist voll unhübsch. Echt mal, Mann, Tom, bau das um. Baut ihr das doch um? Die Erde los. Baust doch einfach unter das Generator-Ding, weil dann verlierst du den Strom nicht. Ich verliere doch so oder so keinen Strom. Ich verlange das, Tom. Ich muss. Ey, wenn man die Mining Turtle mit einem Silk Touch-Ding baut. Baut die dann auch Silk-Touch-mäßig ab? Das weiß ich gar nicht. Aber ich habe jetzt mitbekommen, wenn du die Mining Turtle mit einem Diamant-Spitzhacke ausstattest, dann baut die auch Obsidian ab. Das ist verständlich. Ja. Aber was wird hier eigentlich gebaut? Ich hab's vergessen. Hm? Wo? Ja, hier. Hier kommt das Lager hin. So. Ich hab dir doch die Zeichnung gezeigt, Schätzchen. Hast du extra Zeichnung von gemacht? Mhm. Ich habe heute während der Arbeit ein bisschen geplant, ja, sondern in den Leerlaufzeiten, denke ich. Ich weiß nicht, in welcher Farbe ich das Dach von dem Ding hier machen soll. Clear Marble oder kann man aus Marble Steinstufen machen? Also habe ich schon mal gefragt, glaube ich. Hm. Stimmt, habe ich schon mal probiert. Ging nicht. Einmal kurz alle Schafe durchfüttern. Mit Half-Slaps machen, ha? Weil wir so wenig Schafe haben. Ich bin mal jetzt voll gemein. Bau von der Portal Gun den das mal zu, dass die nichts mehr sieht. Mean. Weil ich die Schweine gerade so töten will, dass ich Level 30 bin. Das ist nicht die Portal Gun, Jungchen. Ja, ich meine. Aber ich sag's dir nicht. In dem Portal Tower. So dass ich die Schweine so per Hand töten kann. Damit ich mir einen Zauberstab machen kann und den verzaubern kann. Warum ist denn eine Kuh draußen? What the fuck? Ich glaube, die Kühe buggen sich ein bisschen raus. Weizen. What the fuck? Hm? Was los? Ich hab grad einen Blitz gegeben und der ist auf meine Golems eingeschlagen. Auf der Weizenfarm. War wahrscheinlich kein Blitz, sondern Wisp. Nein, das war ein Blitz. Kann gut ein Blitz gewesen sein. Und der hat die zerstört. Ja, aber ist das nicht dann bloß beim Gewitter normalerweise? Nee, das ist so ein Magie-Ding. Achso. Hä? Ja. Das passiert halt manchmal. Achso. Da dürfen die halt nur noch überdacht arbeiten. Nein! Ach, ich ja, bin echt? Dämlich. Ja, dann muss das kannst du es direkt unter die Erde bauen, weil so ein Klotz-Dings hier will ich da nicht stehen haben, Tomine. Tut mir leid. Hä, das ist auf der Farm, du Vogel. Der kann doch einfach ein Haus draus bauen. Die erste Farm. Dann sieht's nicht mehr ganz so scheiße aus. Ja, dann bauen ein hübsches Haus, na gut. Das ist ja eine neue Kohle. Boah, ist das ätzend. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Mit dem Gewitter. Nicht haben, ne? Ich hau gerade ein paar Schafe, weil ich Level 30 werden will. Was, du baust Schafe? Ich hau gerade ein paar Schafe. Nee. Weil ich warte, bis die Schweine spawnen, dann töte ich die Schweine wieder und dann. Schwein. Ich hab voll Schwein gehabt. Oh, Tim hat nicht die Axt. Du hast sie? Ich hab sie und ich habe auch zwei Bücher, what the fuck?
Wieso habe ich zwei? Das ist bestimmt Tominus. Tom hat doch selber. Nee, ich hab ja selber. Der hat meins. Ja, hast du wahrscheinlich meins geklaut. Tom ist mit seinem in die Lava gesprungen. Hast du vielleicht Brian seins oder so? Komisch. Kann ich wegschmeißen? Erde. Und los. Du willst Autos wegschmeißen? Ja. Aber warum? Was haben sie dir getan? Auch keine Autos. Habt ihr Viecher, mein Schwert ist zwar kaputt, aber ich töte euch trotzdem. Töte euch mit eurem eigenen Fleisch. Pahahaha. Voll wenig Erfahrung man von den Viechern bekommt, ne? Ja. Voll lächerlich. Ich muss eh ein Haus über die über meine Golems machen, weil wenn er einen Blitz einschlägt, ist ja voll gay. Fuck! Was tust du da unten, Tom? Ich gerade vor einer Spinne battlen! Ich hab mein Jetpack ist alle. Du hast dein Jetpack ist alle? Ja. Cool. Na, schon wieder wow! Angefangen. Ah, der hat mich hochgehauen. Oh, sorry. Ich hab dich gerade außerdem gehauen. Macht nichts. Oh. Hey, warum ist hier so komisches Cobblestone-Dings hier? Hier ist doch voll für Marble. Ja, hat mir Armin gerade auch schon gezeigt. Ich will wieder zurück nach Hause. Geh doch. Mach ich jetzt auch. Ich suche meinen Weg durch die Höhlen. Have fun. Achso, hätte ich dir vielleicht mein Jetpack runterschmeißen sollen? Nee, ich habe ja auch nur für Sachen zum Hochbauen. Ich glaube, ich baue ihn einfach leer, hoch. Oder was? Ja, aber es ist leer gegangen. Darum, kacke. Ich habe ja vorhin noch extra gesagt, da schlafen gehen, damit ich mein Jetpack aufladen kann. Und dann habe ich es nicht mal gemacht, ich Depp. Ich hätte dir auch das Portal schießen können, mit der Portalgun. Jetzt aber wieder hochlegen müssen und das Ding wieder bauen müssen. Das hättest du ja dann machen können. Nö. Sehe ich gar nicht ein, bin ich viel zu faul für. Nein. Ah, komm mal gar nicht. Alter, wo ist denn die Wand hier? Unter der Wand hochgebaut und die ist 5 Kilometer hoch. Bisschen Energie hat das noch, aber es reicht nicht zum Fliegen. More Energy! Also ich brauche einmal eine Truhe fürs Schmelzen. Eine fürs Zurückkommen. Und dann soll ich für... Und du sagst, es gibt Kirschenholz? Wachsen auch Kirschen dran? Ja. Lol, wie cool. Für Kirschen. Es gibt Kirschen auf jeden Fall. Cherry. Wenn ihr mal Zuckerrohr und so habt, ne, was ihr nicht mehr braucht, könnt ihr es auch gerne oben in die Kiste schmeißen, ne? Holz. Ich mach jetzt mal hier ein bisschen Sortier-Action. Ihr könnt nach oben in die Kiste das Holzwerkzeug reinschmeißen. Ich glaube, das ist auch verbrannt, Gedingse. Aber ich schätze, es ploppt dann trotzdem wieder raus. Ne, es wird einfach verbrannt. Ne, es wird ja verbrannt dann. Ja, aber wenn dann gerade Papier-Dings hier, Quatsch. Zuckerrohr ist instant durchgebrannt. Das kommt da, du siehst es ganz kurz drin. Dann ist es schon weg. Ja, okay, dann. Das ist so übel ja, schnell. Ja, aber wenn das Dings hier natürlich länger braucht, dann zu verbrennen, dann ploppt halt das Zuckerrohr raus. Ja, dann kannst du es einfach mal oben reinschmeißen. Versuch's einfach mal. Vielleicht brauchen wir es nicht auch in den Mülleimer und haben noch ein bisschen was für bekommen.
Das ist voll wenig, ne? Ach, 0,5k. EU. Ja und? Ist doch besser als nichts. Das bringt. Das ist 10 EUT-Generator. Das bringt genauso viel. Ich blick da nicht ganz durch, aber es ist okay. So, nehme ich das hier mal ein bisschen auch mit raus. So. Hast du alles Werkzeug mit? Ich hab gar nichts. Da sind noch zwei Holzwerkzeuge, die kann ich nicht mitnehmen. Bin ich voll nämlich. Was sind die? Eine Werkzeugkiste, ja. Mal gucken, ob wir jetzt einen Stau machen oder ob es funktioniert. Ich denke mal, es wird funktionieren. Das wird schon rausgesaugt. Ja, hier ist so unten gar nichts drin. Jetzt kommt Zuckerrohr. Aber du siehst, das wird direkt durchgeheizt. Du siehst es so ganz kurz drin, das Zuckerrohr. In dem Teil, wenn da wieder was kommt. Irgendwie kommt da gerade nichts mehr. Was ist hinter diesem Loch? Nichts. Scheiße. Ah, da kommt was. Jetzt kommt das Zeug. Also, guck dir an, das wird wahrscheinlich direkt verbrannt da. Ah, jetzt das Zuckerrohr, das dauert sich kurz. Aber das ist auch direkt weg, das Zuckerrohr. Ja, oh, ich hab eine Hacke in der Hand. Ja, okay, ja. Mit dem Holz, das dauert ein bisschen länger, bis das verbrennt, aber. Ja. Nice.